Moin zusammen, es geht weiter mit Dinkum und ja, ich werde ein bisschen nass. Das ist aber nicht schlimm, denn der Sprinkler funktioniert. Das ist sehr gut und ja, er macht halt eben, der große Sprinkler, der Eisensprinkler macht halt zwei Felder um sich rum alles nass. Hier vorne geht es natürlich nicht, weil da ist das Feldende. Ich hätte es ein Stück weiterstellen müssen. Da hätte ich das volle Potenzial genutzt. War ja nur mal zum Ausprobieren. So, und ich habe jetzt den Tank mal so weit gestellt, wie ich denke, dass es richtig ist. Als Beschreibung steht da nämlich, dass der 10 Felder von sich die Sprinkler versorgen kann. Das hier sind jetzt 10 Felder. Also wenn ich jetzt den hier zähle, das als erstes Feld und dann weiterzähle, ist hier vorne die Kante, also da das Feld, sage ich mal jetzt hier, warte mal, ich mache das mal ein bisschen anschaulich. Das hier ist die Höhe, 10. Feld. Wir werden jetzt Folgendes machen. Um das zu verifizieren, ob das wirklich so ist, ob das die maximale Entfernung ist, werde ich diesen Tank einmal wegnehmen und ihn ein Stück weiterstellen. Das heißt, das wäre jetzt hier. Jetzt macht er das wahrscheinlich noch. Ich denke mal, der macht jetzt, weil er, der wird einmal aktiviert und dann läuft er durch. Morgen früh schauen wir mal, ob der immer noch arbeitet. Wenn ja, dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir das nochmal überdenken. Aber so weit kann er es auf jeden Fall versorgen. Wir müssen ja wissen, wie weit... Zack. Wie weit können wir das stellen? Ja, das ist wichtig. Ja, mal gucken. Wenn er morgen nicht arbeitet, wissen wir wirklich, 10 Felder kannst du das Ding entfernen. Da arbeitet das Ding noch. Wunderbar. Dann kann man nämlich den in der Mitte hinstellen und dann drumherum die ganzen Felder machen. Das machen wir dann, wenn wir wissen, wie weit das geht. So, hier habe ich jetzt... Wir haben jetzt Tag 17. Ich habe ein paar Tage gespielt. Ihr seht das auch. Ich habe eine lustige Mütze auf. Nach Tag 5 war das Ding hier erntereif. Und das Teil müsste ja bei Tag 19 erntereif sein, weil 9 Tage braucht es, bis der Weizen gewachsen ist, wenn du es nicht düngst. Wir haben jetzt Tag 17, bei 10 habe ich ja das ausgesät und den konnte ich bei 15 schon ernten. Also ungefähr, ich denke mal so, es halbiert die Wachstumsdauer. Ja, bei Weizen geht es natürlich schlecht, sind 9 Tage, 4,5, also rundet er wahrscheinlich auf, macht 5 draus. Wenn du jetzt irgendwas hast, was jetzt 10 Tage hat, dann müsste nach 5 Tagen das dann erntereif sein. Und... Die Erde war nach der Ernte, also nachdem ich das abgerupft habe hier, immer noch gedüngt. Das heißt, der Dünger hält wohl für die ganze Saison. Ob es auch vielleicht fürs ganze Jahr ist, das müssen wir noch rausfinden. Das wissen wir natürlich erst, wenn jetzt der Frühling vorbei ist. So, hier habe ich mal eine Kiste hingestellt. Und da habe ich jetzt halt den ganzen Dünger drin. Dünger, 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 Dünger. Warte mal, ich hole mal meinen... Nehmen wir Wombat-Poo raus. Genau, da habe ich jetzt den ganzen Puhkram drin und den fertigen Dünger. Ja, so steht das alles da, wo es hin soll. Schönes Ding. Ja, komm. Futter kriegst du. Streicheleinheit kriegst du. Ich glaube, ich habe sogar den Eimer dabei. Ja, wunderbar. Denn ich möchte die jetzt immer schön regelmäßig melken. Denn mit der Milch und mit dem Mehl... Na komm, Stripp, Strapp, Strull. Ja, wunderbar. Kann man nämlich ganz leckeres Brot machen. Das lässt sich ganz gut verkaufen. Ich habe letztens 2 Stück verkauft. Das waren so 9000 irgendwas. Ist nicht schlecht. Und du brauchst... Braucht man zweimal Milch, zweimal Mehl. Lass mal kurz gucken. Oder einmal sogar nur. Das hier, guck mal. Dumper. Bushbread. Du brauchst das jeweils nur einmal. Komm, dann machen wir gleich mal. Achso, ich habe noch einmal Milch gehabt. Haha, okay. Aber ich meine, ich habe hier noch was. Guck mal, Mehl und Milch habe ich noch. So einmal kann ich das noch machen. Dann machen wir das noch. Ach, das kann ich auch machen. Das ist nur Bread. Ist aber auch nicht schlecht. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Lass mal einmal Bread machen. Und dann gucken wir uns gleich mal bei John an, für was wir was bekommen. So, den machen wir erstmal leer. Ja, ich möchte jetzt mehr Sprinkler bauen. Das heißt, wir brauchen sehr viel Eisen auch. Und das ist gerade so mein Problem. Eisen habe ich fast nicht. Jetzt wollte ich eigentlich den Presslufthammer bauen. Brauche ich aber auch wieder Eisen für. 8 Eisenbarren brauchst du. Und ich habe keinen mehr. Ja, ich glaube gar kein Eisen mehr. Heißt, ich müsste in die Mine runter. Heißt aber auch, ich brauche erstmal Bufffood. Und ich habe eigentlich... Ich habe keine Quandongs mehr. Ich verlasse mich ja mal so gerne auf die Quandongs. Oh, Moment mal. Quantons sind da. Ja, dann mal. Dann ist das doch eine ganz andere Geschichte hier. Sehr schön. Habe ich alles? Ja. Sieht es bei dir aus? Er hat hier gerade einen Pleep, ne? Also ein Schnabeltier. Ich möchte aber erstmal keinen Pleep holen.
Und alle so, oh, ja, aber ist so. Müsste ich jetzt nämlich wieder einen Stall bauen, dann müsste ich ein Gehege bauen oder den damit reinschmeißen. Was ist das denn? Was hast du denn da? Spinning Wheel! Ja, das sehe ich auch, dass das ein Spinning Wheel ist. Dann nehmen wir mal mit. Kann ich dann Turn Wool into Fabric? Brauche ich jetzt auch einen Pleep? Jetzt brauche ich doch einen Pleep. Ja. Nein, ich gehe jetzt... Na, verdammt, verdammt. Jetzt bin ich in der Bredouille, meine Herren. Das ist auch ein schweres Wort. Hey, das war's fertig. Nimm das mit. Ah, da müsste ich jetzt so ein Ding bauen hier. Nochmal so ein Teil. Wo ist es? Ah, da brauche ich ja nochmal Large Animal Dings. Ja, was brauchen wir? Eisenbacken. Hat sich gerade erledigt. Ich habe ein Alibi. Ich brauche das nicht bauen, weil ich kann das gar nicht bauen. Das mal. Das habe ich da nicht drinne. Das habe ich da auch nicht drinne. Ja, wenn, dann müsste ich jetzt aber langsam mal in die Höhle runter, ne? Hier habe ich einfach noch ein paar Palmen gesät, hätte ich mal gesagt, hingestellt. Da ist ja mal eine Strandpromenade hier so ein bisschen. Das wird bestimmt ganz schick aussehen. Na gut, der müsste wahrscheinlich dann irgendwie weg. Der steht ein bisschen dicht. Dann gehen wir einmal kurz zu. Gehen wir nicht, weil die jetzt noch zu. Durch. Glaube, durch. Ja, rein oder raus? Alter, was macht die da? Kannst du mal beiseite gehen? Das wäre so prima. Ich pack mal kurz meinen Puh weg. Ja, jetzt geht die weg. Jetzt geht sie weg. Nein, ich wollte da nicht Billy Button wegnehmen, Mann. Da kann ich die Kiste. Das ist ja gar keine Kiste. Oh, Mann. Ich wollte gerade den Komposthaufen aufmachen. So, jetzt packe ich erstmal hier Billy Button wieder hin. Ach ja, neue Klamotten habe ich auch. Ich habe mir ein schönes gelbes T-Shirt geholt. Die komische Mütze ja. Bei, ich hätte bald Malcolm gesagt. Glover. Glover heißt sie. Ich denke mal, die heißt aber mit M. Moin, John. Ja. Wir müssen mal herausfinden, was. Was? Ich will nur einen machen. Ja. Dann mache ich vor Freude Lattensprung. Ein nur. Ja, 4770. Das finde ich gar nicht schlecht. Und was bringt das andere Ding? Wo ist es? Da. Ey, das ist gar nicht schlecht als Buff-Food. Das ist ja heftig, das Zeug. Das Zeug hier? Ja, das erweitert nur. 7560? Habe ich 10 Brote gemacht, oder? Ich habe ein Brot gemacht, ne? Wir bauen definitiv mehr Weizen an. Ich baue nur noch Weizen an. Was anderes mache ich gar nicht mehr. Das ist ja krank. Ja, komm. Weizen, Weizen. Alter Schwede. Ist das geil, das Zeug. Damit kannst du ganz gut Geld verdienen. Hier, kann ich gleich den nächsten machen. Ah, schade. Fehlt mir genau einer. Das ist ja cool. Ja, lohnt sich jetzt irgendwie nicht mal runter in die Mine zu gehen. Ich glaube, das machen wir morgen. Nächsten Tag. Das ist jetzt Zeitverschwendung. So, das hier. Apples. Dann könnte ich die Quandongs hier auch noch braten. Oder, na, Obstsalat, weiß ich nicht. Ach, ist gerade wieder Erntezeit, ne? Irgendwie. So, bop, 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 bop. Alles einsammeln, bitte. Ja, damit die Apple wollte ich auch nochmal anders machen, ne? Das gefällt mir nicht so als Pulk hier. Das wollte ich nochmal so ein bisschen entzerren. Aber naja. Habt ihr auch gerade so eine kleine Idee, wie ich das vielleicht... Ja, mal gucken. Lasst euch überraschen. Vielleicht mache ich das. Das könnte ganz cool werden. So. Hier haben wir natürlich noch Waddleflowers. Sehr gut. Sehr schön. Ja, Bananas habe ich jetzt eh nicht. Ja, die Quandongs könnte ich jetzt machen. Wie viel habe ich von dem Brot? 6. Als Buff-Food ist ein bisschen wenig, ne? Nur das ist ein bisschen wenig. Ja, komm. Braten wir die Quandongs nochmal durch. Bereiten wir das schon mal vor. Gehen heute zeitig ins Bett. Und dann wollte ich gleich nochmal zu Glover. Ich wollte Malcolm sagen. Warum komme ich immer auf M?
Es gibt Melvin, Milburn. Wie komme ich jetzt bei ihr auf M? Ich weiß auch nicht. Das ist wohl so ein Wunschdenken. So, komm. Hat die jetzt heute... Nein, sie hat heute einen Tag zu. Heute ist... Ja, Dienstag. Dienstag hat sie doch immer zu. Das ist so ihr Dienstag ist das. So, fertig? Nee, noch nicht. Gut, dann packe ich mal alles, was ich nicht brauche, weg. Das brauche ich nicht. Und das brauche ich nicht. Und... T-Shirt brauche ich nicht. Könnte aber schon ganz schön voll sein hier drin. Ja, passt noch gerade so rein. Den Helm, ja, der ist leer. Ich habe gar keine Lampe mit. Das ist ein bisschen doof. Na, egal. So. Sie hat ja zu. Captain, versteh das doch mal. Fackeln mitnehmen? Nee, ich nehme dann die Taschenlampe mit. Aber erstmal packe ich jetzt alles raus, was ich nicht brauche. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht in der Kiste. Das brauche ich nicht. Ja. Gebe ich noch ein bisschen. Ja, da kann ich noch ein bisschen was machen hier. Zumindest zweimal. So. Dann, ja, ich könnte es sogar noch einmal machen. Machen wir das noch einmal. So. Nee. Da, ja. So, 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 so. Muss mich gerade so ein bisschen sortieren hier. So, also, welche? Das nehme ich auf jeden Fall mit. Ich nehme die Taschenlampe mit. Und dann packe ich hier das rein, ja, die Spitzhacke sollte ich wohl mitnehmen. Die, ich nehme mal beide mit. Die sind alles ein bisschen angefressen, aber dann rocke ich die mal so ein bisschen ab. Und dann lohnt es sich vielleicht auch mal wieder so ein Repair-Kit zu kaufen. Oder kriege ich die fertig? Nee, ich glaube nicht. Die Dinger halten schon echt lange. Das kann da mal rein, die Gießkanne kann da mal rein. Gießkanne kann da mal rein. Die Fallen kann ich aufstellen. Schaufel brauche ich da auch nicht. Alter Schwede, das Ding leuchtet mir schon weg. Ich wollte hier noch was zu essen reinpacken, glaube ich, ne? Ich wollte hier noch den Weizen, wobei ich könnte wahrscheinlich noch einmal Mehl machen. Jo. Sehr gut. Habe ich eigentlich schon... Ich habe noch nicht alles gegossen, oder? Habe ich schon alles gegossen? Nee, ich habe noch nicht alles gegossen. Ich kann mich nicht erinnern, irgendwas gegossen zu haben. Wahrscheinlich ist alles gegossen, aber... Nee, eigentlich nicht. Also hier ist alles nass. Können aber jetzt die... Nee. Ah, oh, siehste. Bin gespannt morgen, ne? Ob er das noch schafft. Wenn nicht, wissen wir ganz genau Bescheid. Maximal 10 Felder, so wie es da steht. Kannst du dich entfernen mit dem Sprinkler vom... Ja, alle. Ja, ich habe nochmal Weizen angebaut. Die Zwiebeln waren fertig, aber ich werde mich erstmal auf Weizen konzentrieren. Und das Zeug kannst du ja das ganze Jahr über anbauen eigentlich, ne? Ich glaube ja, war ganzjährig. So. Ja, das war ein bisschen dicht, so. Jo, dann haben wir es doch gleich. Und in Zukunft... Ah ja, genau. In Zukunft ist das dann vorbei. Er macht unser Sprengler das schön fertig. Wir stecken das Zeug nur noch in die Erde. Und das war's. Habe ich da drüben eigentlich gegossen? Nein, habe ich nicht. Jetzt habe ich. Dann machen wir die Kanne da mal voll. Zack. War ich bei den Hühnern? Ich glaube noch nicht, oder? Ich kann mich nicht erinnern, die gefüttert zu haben. Oh, nee, da war ich noch nicht. Dann machen wir das doch mal. Ja. Ah. Bevor ihr ins Bett geht. Jetzt weiß ich gar nicht, wen ich gestreichelt habe. So, dich habe ich noch nicht. Ja. Ja. Mensch, so, ich will doch nur Eier einsammeln eigentlich. Das ist ein bisschen blöd immer mit den Eiern. Die legen die immer unter die Hütte. So ein bisschen doof. Was ist mit dir denn los? Er ist ein wenig hängen geblieben. So, dann... Das dahin. Die Fallen, genau, die wollte ich noch aufstellen. Ja, meine kleine Einnahmequelle. Kleine, aber feine Einnahmequelle, muss man ja schon sagen.
Ich hoffe nicht, dass es jetzt morgen regnet, weil wenn es morgen regnet, dann müssen wir uns erstmal den neuen Bewohner angucken. Bewohner sag ich schon, den Besucher. Der müsste dann nämlich eigentlich kommen. Weil ich habe ja jetzt 1 Million auf dem Konto. Mensch, was ich jetzt gerade sehe und total vergessen habe. Ich wollte doch was sagen zu der Schubkarre. Oh nee. Ich muss eben die Schaufel holen. Mann, bevor ich das vergesse. Das wollte ich ganz zu Anfang sagen. Naja, wer Informationen haben will, der muss das Video halt noch ein bisschen länger gucken, ne? So, ach Mann. Denn ich habe einen Hinweis bekommen oder einen Kommentar bekommen. Wir haben ja, oder manche von euch, und ich ja auch, haben Probleme mit der Schubkarre. Und da denken wir, naja, die ist wohl noch nicht so ausgereift, da muss wohl noch was gemacht werden. Nein, es ist nicht so. Ich mache das so, ich nehme immer die Taste RT. RT und fülle rein mit RT. Und das klappt ja nicht immer, das kennt ihr ja. Na, jetzt ist wieder Vorführeffekt, ne? Das ist ja wirklich... Also, wie verhext. Wirklich jetzt? Jetzt macht er das jedes Mal. Veräppelt's mich jetzt so ein bisschen, ne? So, jetzt mal nicht. Und jetzt auch nicht. Und jetzt auch nicht. So, aber manchmal... Ja. Ja, jetzt auch nicht. Okay, gut. Ja, jetzt ist wirklich problematisch. Also, ihr wisst, was ich meine. Mit RT geht's halt wirklich schlecht. Oft schlecht. Und wir nutzen einfach die falsche Taste, denn ich habe den Hinweis bekommen, man muss das mit X machen. Also nehme ich mal die Taste X und fülle das rein. Und X und fülle das rein. Und X. Und das ist egal, von wo du kommst, ob du hier, da stehst. Er füllt das immer sehr zuverlässig rein. So, ist voll. Weißt du was, dann machen wir wieder leer. Also wenn ihr die Schubkarre nutzen wollt, mit der Taste X reinpacken, rauspacken. Das ist viel besser. Ihr hattet ja auch in den Kommentaren geschrieben, manche von euch machen das so. Die haben sich halt ganz viele Schaufeln gekauft, sodass sie ihre Hotbar unten voll kriegen. Und machen das dann so, also ohne Schubkarre, sondern wenn ihr größere Landmassen bewegen wollt, dann habt ihr unten meinetwegen alles voll mit Schaufeln. Meinetwegen jetzt macht jetzt zack, nimmt einmal Erde auf, nächsten zack, Erde auf, zack, nächsten und so weiter. Geht auch, ja. Aber man kann auch die Schubkarre wirklich eigentlich ganz gut benutzen. Gut, alles fertig, ne? Ich würde sagen, ja. Was war denn heute eigentlich? Er hat ein Schnabeltier, ne? Ey, das habe ich schon wieder vergessen. Heute ist schlimm. Ja, Plieb will ich erstmal nicht. Obwohl ich... Ja, ich brauchte Eisen. Das war das Problem. Alles gut. Oder pennt da zwei drin in so einem Ding? Nee, ist immer für ein nur, ne? Und hier nur für ein Tier. Da. Large animals can live in this. Ich weiß das nicht, Panda 2 drin, wobei, wenn Rory da drin liegt, es wird verdammt eng, glaube ich. Nee, da liegen gerade die 2 drin. Da brauchst du bestimmt für jedes Tier eine Box. Ja, irgendwie bleiben die hier hängen, das ist so ein bisschen komisch. Ja gut, dann ich würde sagen, ich gehe ins Bett. Oh, hier nochmal ein bisschen Mehl. Dann mache ich nochmal ein bisschen Brot. Das Zeug ist echt super, ne? Ich sortiere nochmal meine ganze Sachen aus, mein ganzes Inventar nochmal aus. Was brauche ich nicht? Die Schaufel brauche ich nicht, die Saat, das brauche ich da unten nicht. Ich hatte doch vorhin, habe ich auch 2 Spitzhacken, wollte gerade sagen. Eine Waffe habe ich dabei, ein Speer habe ich dabei. Nimm den zweiten lieber auch mal mit. Sicherheitshalber nehme ich auch Schlüssel mit. Ich glaube, ich wäre sehr traurig, wenn ich da unten so eine Höhle finde. Und dann nicht rein kann. Das wäre, glaube ich, sehr unschön. Das da rein. So, dann können wir das nochmal so ein bisschen durchsortieren hier. Das ganze Werkzeug. Ja gut, das mache ich lieber mal in der Nähe vom Speer. Die Lampe. Ja, die machen wir mal. Na komm, den mache ich mal ganz nach hinten hier. Genau, und was brauche ich nicht? Ja, das war ja wieder gut. Die Gießkanne brauche ich auch nicht. So, Futter, ja, da gehe ich morgen früh nochmal kurz zu den Viechern, schnell hin, das dahin, ja, das restliche Zeug brauche ich ja. Ich werde noch das einmal mitnehmen, das nehme ich mit, ist auch ganz gut, ich nehme noch ein bisschen High-Quality-Milk. Ist die Frage, was machst du mit der, ne? Ob man die auch nutzen kann, um dann das Zeug zu machen? Weiß das schon. Was bringt eigentlich? Plus 15, okay. Könnte ich morgen das einmal essen? Ja. Ja. Futter habe ich hier.
Sehr gut. Ja. Und die Dingskarte habe ich auch. Genau. Alt und die Schlüssel. Die packen wir auch gleich mal ein. Da die hier ja nicht vergessen. Zwei, sind nur zwei. Naja, gut, einmal könnte ich irgendwo rein. Oh, guck mal, ist das nicht schön? Die beiden. Da wird noch was, die beiden. Ich glaube, da funkt das. Ne, Milburn und Fletch. Passen auch ganz gut zusammen, weil die beide ziemlich viel Geld immer wollen. Ne? Komm, wir setzen uns mal drüben hin. Ach, ist das schön. Die beiden. Ja, nun muss Fletch nach Hause. Ich lasse sie mal alleine. Ne? Das junge Glück. Oh Gott, jetzt kriege ich wieder Ärger. So, lenken wir mal ab. Ich muss ab in die Mine. Jo, nach dem Sprinkler gucken wir nochmal kurz. Ganz wichtig. Oh, zum Glück, es regnet nicht. Ich werde so ein bisschen... Okay, war nur Animal Research. Mache ich später. Ich habe noch die... Ja, pack mal weg. Ah, jetzt habe ich die Milchdings nicht dabei. Ich kann nicht melken. Ich kann nicht melken. So, melken mittendrin hier. Zack, so. Lass mich mal durch, Leute. Ach, Wattelflowers sind auch fertig. Du wirst hier, ich brauche Personal für sowas. Ich brauche einfach Leute, die das für mich machen. So. Streicheln, ja. Dann das. Ja, damit geht's nicht. Ja. Sehr schön. Das muss ich morgen machen. So, was ist mit meinem... Verdammt, der arbeitet noch. Hey, hallo? Das sind jetzt 11 Felder. Lass mal gucken jetzt hier. Das sind 11 Felder entfernt. Also das ist das erste. 2. Das dritte ist ja hier auf dem Dings. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Und das ist das 11. Also stellen wir es noch ein weiter. Also auf die Höhe von dem Ding hier. Wir kriegen das noch raus. Wir kriegen das noch raus. Das kann doch nicht sein. So. Tja, mal gucken, ne? Neuer Tag, neues Glück, würde ich sagen. So, gedüngt ist hier immer noch. Ja, okay, das hält noch. Fertilizer, man kommt nicht voran. Ne? Du bist nur am irgendwas irgendwo hinpacken. Irgendwas wieder hinstellen. Irgendwas abernten. Ach. Furchtbar ist das. Rein zu doll. Ich könnte schon lange in der Mine sein. So, den Eimer, den kann ich mir hier lassen. Ich muss jetzt wirklich alles hier lassen, was ich nicht brauche. Definitiv nicht brauche. Ja, das Futter packe ich auch mal rein. Den Rest nehme ich ja mit. Genau, das kann dahin. Ab geht's. Weg jetzt. Los, komm. Eisen. Wir suchen vorrangig, würde ich sagen, Eisen. Macht, glaube ich, Sinn. Ja. Ja. So machen wir das. So, das snacke ich nochmal weg hier. Und dann kann ich auch mal einen Dumper nehmen. Dumper. Ah, sehr gut. Ich glaube, das ist schon okay. Und dann packe ich mir für Notfall schon mal das hier unten rein. Das füllt ja nur die Herzen auf. Essen nur das da rein, nicht das falsche esse. Guck mal, ich kriege auch irgendwie so einen Bonus, ne, fürs Mining, glaube ich. Weiß gar nicht, was ist das eigentlich hier? Kann man leider nicht sehen da oben. Ich denke mal, dass ich... Ja, es geht schon wieder gut los, ne? Es geht schon wieder prächtig los. So, wo haben wir denn Eisen? Da haben wir schon mal Fleisch. Ja, will ich gar nicht mitnehmen. Oh! Guck mal hier, guck mal da. Das wäre dann da. Nehmen wir doch gleich mal mit. Euch nehmen wir auch gleich mal mit. Ich hasse diese Fledermäuse. Habe ich das eigentlich schon mal erwähnt? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, das habe ich nicht erwähnt. Ja. Ich drücke dann immer auf den Knopf hier, auf den zum Lenken. Dann lässt du die blöde Waffe fallen. So. Ja, nee, komm. Ist gut. Mach auf. Was haben wir denn da? Okay, naja, gut. Immer ein Eisendings. Ein Speer. Rote Farbe, okay. Die Kiste. Naja. Ich kann das nicht liegen lassen, ne? Ist schade, aber es ist so. Jetzt ist die Frage, wo finden wir Eisen? Da
Enten, Funkels, ja. Alter, Mann. Ja, genau, Buschdevil, greift der Krokodil an und dann habe ich hier Ruhe. Ah, Leute, na gut. Es soll halt... Oh, ich bin ganz schön angeschlagen, sehe ich gerade. Warum füllt er jetzt das nicht auf? Hallo, Lebensenergie? Verdammt, das ist irgendwas anderes. Das ist... Ach nee. Ja. Ach, jetzt kämpft er mit dem Buschdevil. Das ist gut. Das ist schön. Das ist schön. Wie fein. Tick, 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 tick. Ich mag diese Waffe. Tick, tick, tick. So. 3, 2, 1. Fertig. So, sehr schön. Eisen, Eisen, Eisen. Ja, da habe ich eine Presslufthammer und dann kann ich natürlich wieder hier runter. Aber dann geht alles ein bisschen schneller. More efficient geht das dann. Ich könnte natürlich auch ganz viele von diesen Queries holen, wie die Dinger heißen. Ist auch schön. Aber ist natürlich immer zufällig, ne? Naja gut, ist jetzt auch zufällig, ob ich hier irgendwo Eisen finde. Laufe ich, glaube ich, gerade in eine Richtung... Da. Iron, Iron. Oh, da fühlen sich wieder alle angesprochen. wo schwimme ich denn mal hin? Schwimme ich da hin? Schwimme ich hier hin? Ah, da ist ein Krokodil, ist doof. Da hinten leuchtet was? Oh. Da hat es ein Krokodil zerlegt. Ah, alles klar. Ich kenne auch schon den Grund. So, und jetzt... Jetzt lege ich mal nicht die Dings weg. Ja, komm. Ich kann auch Feuer. Ich kann auch Feuer. Oh, hoppala. So, 3, 2, 1 und... Na, im Eimer. Hat ein bisschen gedauert. So, essen wir mal ein bisschen matt. Quandongs. Sehr gut. Gut, dann muss ich doch in Richtung Krokodil. Schade. Da wollte ich gar nicht hin. Hello, Crocodile. Ach, hier kann ich stehen. Da kann ich stehen, das ist gut. Hier ist nichts, das ist nicht gut. Da ist ein Krokodil, ist auch eher so semi. Na, ich glaube, ich muss es bekämpfen. Aua. Oh. Alter, wie viel Energie hat das denn abgezogen? Junge. Hä? Oh. Obwohl, das ging jetzt eben. Aber eben war... Ich hatte doch viel mehr. Würde ich mal meinen. Wie sieht mein Inventar aus? Okay, ich habe noch Platz. So, hier... Hier wollte ich durch, ne? Guck mal, geht sogar ohne Kampf. Naja, ich hätte gewusst. Hätte ich mir das jetzt gespart. Naja. Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich? 78. Okay, das ist schon ganz gut. Das ist schon gar nicht schlecht. Schaffen wir die 100? Na, wir knapp, glaube ich. Muss noch ein bisschen aufpassen mit meinen Werkzeugen da unten. Dass ich die nicht komplett abrock. Zur Not habe ich ja noch eine Kupferspitzhacke dabei. Dauert ein bisschen länger, aber egal. Oh, da, guck mal. Das war Kupfer. Verdammt. Verdammt, das war zu dunkel. Aber da, das ist Eisen. Ja, sehr schön. Ach, Mann. Und dabei habe ich doch so eine süße Kappe auf. Ich meine, da müssten die auch sagen, ah, oh, den greife ich nicht an, der ist niedlich. Halt. Ja, genau, das Eisen. Lass das mal liegen. Eisen, das braucht ja kein Mensch. 100 Eisen, das wäre cool. Das wären 20 Barren. Weißt du, warte ich mal. Oh, mal. Ein bisschen Tin-Ohr mit. Braucht man auch immer wieder, ne? Tin-Ohr ist auch wichtig. Oh, da glitzert es. Oh, das ist Eisen. Ihr könnt es vielleicht kaum erkennen. Ich kann es gerade eben erkennen. Sehr schön. So, da vielleicht noch ein bisschen Eisen. Ah, das muss ich mal wieder fertig machen hier. Hat der... Werden da die Fledermaus angegriffen?
Hat die Fledermaus gerade das Krokodil beiseite geschoben? So, komm. Ende aus. Mickey Maus. Krokomiet. Jawohl. Man kann das auch mal so schlecht einschätzen, finde ich, so die Entfernung. So. Ja, aber bin ich jetzt hier? Ja, das ist klar. 250 Mal irgendwas klein gemacht. So. Meine Herren. Oh, die benutze ich nicht mehr. So. Ey, bitte. Lieber Entwickler, das Spiel ist wirklich schön. Aber so die Hälfte an Fledermäusen würden reichen. Um das Ganze hier immer noch spannend zu gestalten, finde ich. Ja, das ist wirklich so ein Ding, wo ich sage so, okay, das Spiel ist richtig geil, aber die Fledermäuse, die machen mich echt fertig. Da dürften es echt, da könnten es wirklich weniger sein. So, wo bin ich eigentlich? Ah, okay. Es sind halt einfach auch nur lästig, also es ist nicht so, dass du sagst, oh geil, Fledermäuse. Am Anfang ist vielleicht ganz nett, so wenn du das erste Mal siehst, aber irgendwann sind sie einfach nur noch nervtötend. Oh. Man kann sie auch nicht wirklich ignorieren, weil wenn ich sie ignoriere und die hauen mich, dann wird es irgendwann auch knapp. Okay, ja, ich bin zu satt. Aber er füllt ja noch ein bisschen auf. So. Wie viel haben wir jetzt? Falsche Tasse. 94. Das könnte doch was werden mit den 100. Das könnte was werden mit den 100. Wenn ich jetzt noch ein bisschen was finde, dann mache ich mich, glaube ich, auch gleich auf dem Heimweg hier. Oh, wir sind ja schon voll lange hier drin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So, komm, die 100 und dann ab. Abflug, da vorne. Da ist noch was. Dann hat sich das heute auf jeden Fall gelohnt. Habe ich jetzt 101. Komm, ab nach Hause. Wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Komisch, jetzt kann ich es markieren. Letztes Mal ging das wirklich nicht. Also habe ich es nicht hinbekommen. So. Ja, komm. Nee, wenn ich was sehe. Ja, komm. Ja, damit nicht. Weil ist ja noch ein bisschen Zeit vom Tag. Kann man da mal machen. Aber nicht, wenn ich... Ja, eigentlich habe ich ja immer Fledermäuse an mir. Ach man, jetzt kann ich hier nicht weg, ne? Jetzt muss ich das ja irgendwie wegkloppen noch. So, hoffentlich komme ich relativ gut durch, ohne groß hier alles weghauen zu müssen. Ohne, dass ich hier irgendwie erstmal... dass man die Fels wegkloppen muss. Das wäre jetzt nicht so schön. Oh, das muss ich mitnehmen. Ja, lass mich doch in Ruhe einfach. Jetzt muss ich kämpfen. Ich muss kämpfen. So, das hat sich erledigt. Hä? Ach nö. Wo bist denn du? So, jetzt aber. Jetzt hat sich erledigt. Mann, Junge. Jetzt stolper ich wahrscheinlich die ganze Zeit über Eisen. Dann komme ich nicht weg. Ah, mit dem Ding muss ich jetzt aufpassen. Den sollte ich jetzt auch nicht mehr benutzen. Jetzt nur noch die Kupferspitzhacke. So, ab nach Hause. Ah, gut, okay, das muss ich noch mitnehmen. Schön straight zum Ausgang. Das ist wichtig. Immer gerade durch. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Da funkelt irgendwas. Ich glaube, das ist doch. Das ist doch. Ja. Ist Eisen.
Na komm, ich klopp mich hier durch, oder? Sollte ich schaffen mit der Spitzhacke noch. Oder ja. Wenn nicht, habe ich ein kleines Problem. Weil dann... Naja gut, dann müsste ich den Weg finden, den ich hier reingekommen bin. Und ich muss hoffen, dass ich nie noch mehr freikloppen muss. Ja, ist gut. Lass mich in Ruhe. Puh. So, ab nach Haus. Jetzt am besten gar nichts mehr abbauen. Hätte ich auch nicht machen sollen. Weil ich hätte... Da muss ich ja mit rechnen, dass ich noch die Spitzhacke dafür brauche, um den Weg frei zu kloppen. Okay, Oh nee, kann ich nicht machen. Kann ich nicht machen. Das geht nicht. Da komme ich auch nicht durch. Das kann ich nicht machen. Ich will es auch einfach nur noch weg hier. Ich mag die Mine ehrlich gesagt nicht. Das ist nicht so mein Lieblingsaufenthaltsort. Kann ich nicht sagen. Ein, zwei Mal ist ganz nett, aber dann irgendwie... Boah. Wird's nur noch nervig. Müsste doch langsamer. Ja, da ist er. Okay. Oh, endlich. Endlich. Der Ausgang. So, Knöpfchen drücken. Weg. Ab. Okay, das Gute ist, ich darf jetzt noch die Pflanzen gießen. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Gut, dass ich mir da auch noch ein bisschen Zeit gelassen habe. Ja, das soll es gewesen sein. Für diese Folge war ja doch ein bisschen länger. Was habe ich jetzt? Wie viel habe ich jetzt zusammen? 114 Stück. Ist ganz ordentlich. Nee, jetzt, weißt du was, jetzt sind... Nee, komm, jetzt machen wir Folgendes. Ich glaube, ich schneide ein bisschen was aus der Mine raus. Und dann, das nehmen wir in die Folge noch mit rein. Gieße ich das jetzt eben noch kurz. Und dann schauen wir nochmal, ob das jetzt mit dem Dings hinhaut. Hier mit dem Sprinkler, ob der jetzt immer noch arbeitet. Auf der Entfernung. Okay. Ja, du winkst mir schon. Dann lass doch mal schnell gucken. Das Ding immer noch arbeitet. Nein. Jawohl. Tut er nicht. Und jetzt muss ich nochmal kurz was dazu sagen. Denn ich habe jetzt ziemlich wirres Zeug erzählt und will das jetzt nochmal kurz aufklären. Also, zwischen Sprinkler und dem Wassertank dürfen 9 Felder frei sein. Was ich jetzt hier mache, gar nicht beachten. Ich habe es nochmal richtig hingestellt. Bedeutet, zwischen den beiden Gegenständen dürfen 9 Felder frei sein. Ein Feld weiter und es funktioniert nicht mehr. Bei diesen 9 Freifeldern, dann ist alles gut. Dann arbeitet der Sprinkler. Ja, das wollte ich nochmal kurz zwischenschieben und es geht wieder weiter mit dem Originalton. Das wird interessant. Das ist aber groß. Da kannst du schon ganz schön groß was machen. Brauchst aber auch viele Sprinkler. Oh Mann. Oh, das kann was werden. So, Känguru, du kommst erstmal weg. Die packen wir hier mal rein. Tschüss. So, und das Zeug hier müsste morgen auch wieder reif sein. Guck mal, Tag 19, das ist erntereif, genau. Ja, 9 Tage braucht das ja und das müsste morgen wieder reif sein. Genau, ja, so müsste es sein. Nächste Folge, ja, werden wir da mal den ganzen, oder ich werde das mal generell machen, offscreen hier, den ganzen Kram hier. Barren draus machen oder alles, was ich Barren machen kann, mal draus machen. Und dann schauen wir mal, wie viel Dings wir machen können. Oder ob wir den Hammer machen können. Oder ob ich doch einfach mehr Quarries hole. Dann darauf hoffe, dass ich immer wieder Eisen kriege. Ich weiß es nicht. Was hat er denn heute im Angebot? Lass noch mal gucken. Franklin. Oh, eine Bank. Und ein Hart... Ah, eine Hartholzbank. Oh, kann man sich mal holen, ne? Kann man sich mal gönnen. Jawohl. Obwohl, die Quarries ist ja auch immer... Da brauchst du 70.000 pro. Ja. Und auch ein paar Teile halt, ne? Gerade Old Gear, da hat man ziemlich viel von. Springs, ja, okay. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache, weil ich habe, ehrlich gesagt, überhaupt keinen Bock mehr auf die Höhle. Die nervt irgendwie. Also die Mine. Ich muss mich erstmal setzen. Ah, ja, wie gesagt, nächste Folge machen wir dann irgendwas. Lasst euch überraschen. Ich lasse mich auch überraschen. Würde mich freuen, wenn ihr in die nächste Folge wieder reinschaut. Und ich verbleibe mit einem. Ciao, ciao.